Hallo und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Und nun machen wir uns erstmal auf den Weg ins Lager, damit wir dort unsere Vorräte aufstocken können. Nur mal kurz zum Überblick. Wir müssen gleich hier oben links irgendwo lang. Folgen wir den Weg. Ja, die gute Frau, die hier drin war, der konnten wir leider nicht helfen bis jetzt. Ich habe leider noch keine genaue Vorstellung, wo hier das Lager sein soll. Muss hier aber irgendwo links. Ah, da man wieder den Hormon direkt mal aus den Socken. Wenn es ihm geht. Der war zu schnell. Egal. Komm, weiter. Kannst aufhören. Erklimmen wir mal diesen Berg hier, wenn es geht. Hier ist noch ein Weg nach oben, so wie es scheint, oder? Nee, auch nicht. Hm. Gut, also kommen wir zu dem Lager erstmal nicht. Das ist natürlich doof. Eigentlich wollte ich dahin, aber wenn das nicht funktioniert. Ja, gehen wir mal querfeldein hier drüben zum Lager hin. Vielleicht hilft uns das weiter. Gehen wir erstmal zu dem brennenden Haus. Vielleicht finden wir hier was Interessantes, wo wir gerade hier sind. Warwick! Brauch dich gerade mal. Mach mal auf hier. Also ich würde nämlich zu gerne wissen, was hier vorgefallen ist. Abtrünnigen hatten sich selbst eingesperrt, um in Sicherheit zu sein. Dann haben die Templer das Haus in Brand gesteckt. Dreckstempler, sage ich nur. Aber wir haben was zu plündern. Mittelschwere Abenteuerrüstung und ein verstärkter Dolch. Ja, den Dieb haben wir leider noch nicht. Da drüben können wir noch was plündern. Was haben wir hier? Ein Aquamarin und ein Seelenengelstab. Ja, das ist doch was für unseren guten Solus, würde ich mal behaupten. Barriereschaden, plus 2 auf Klugheit, ja, also immer her damit. Los, ab, Solus, direkt mal anziehen. Der Stab sah doch genial für dich aus. Solus, Solus, da bist du. Einmal kurz vergleichen mit dem, was er anhat. Sind jetzt nicht so viel Schaden pro Sekunde, aber deutlich mehr an sonstigen Bonus-Sachen. Und hier haben wir noch was zum Lesen. Ja, vielleicht gehen wir da irgendwann mal drauf ein. Aber an dieser Stelle, bevor ich jetzt hier querfeldein darüber wandere, in hoffentlich Richtung Lager, werde ich mal ganz kurz in den Charakterbildschirm wechseln und auf die Attribute eingehen. Nur damit zum Verständnis, was das alles bringt. Stärke zum Beispiel, wir können es ja leider nicht selbst erhöhen, sondern es gehört dann alles durch die Ausrüstung, die wir finden werden. Das sieht so aus, die Kraft und körperliche Leistungsfähigkeit des Charakters. Jeder Punkt erhöht den Angriff, nur Krieger und den Bonus auf Blockschaden. Also Stärke, das Wichtigste für unseren Krieger und daher werden wir auch die Waffen natürlich darauf auslegen. Bei der Geschicklichkeit sieht es so aus, die Beweglichkeit, Reflexe und Körperbeherrschung des Charakters. Jeder Punkt erhöht den Angriff, nur bei Schurken. Und den Bonus auf kritischen Schaden. Da werden wir hin und wieder mal ein bisschen gucken, ob vielleicht finden wir noch was. Bei der Magie, die Verbindung des Charakters zum Nichts und seine Fähigkeiten, es zu manipulieren. Jeder Punkt erhöht den Angriff, nur bei Magier, verständlich. Und den Bonus auf Barriereschaden. Die Klugheit, die Intelligenz und Verschlagenheit des Charakters. Jeder Punkt erhöht die kritische Trefferchance und die Verteidigung gegen Fernangriffe. Ja, das ist eigentlich auch was Gutes für unseren Krieger, definitiv. Bei der Willenskraft, die Geisteskraft und Persönlichkeit des Charakters. Jeder Punkt erhöht den Angriff, es gilt für alle Klassen, und die Verteidigung gegen Magie. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Und die Konstitution, das ist ein auch ziemlich wichtiger Wert für uns. Die körperliche Robustheit und Zähigkeit des Charakters. Jeder Punkt erhöht die Gesundheit und die Verteidigung gegen Nahkampfangriffe. Also auch nicht so verkehrt. Dann haben wir bei Angriff Prozent 5% Angriff. Der Angriffswert erhöht sämtlichen Schaden, den ein Charakter verursacht.
Bonus auf Blockschaden, versteht sich, was das sein wird. Die Rüstungsdurchdringung, jeder Punkt in Rüstungsdurchdringung senkt den Rüstwert des Ziels um einen Punkt, wenn dieser Schaden zugefügt wird. Ja, das ist natürlich auch sehr von Vorteil, vor allem als Nahkämpfer. Bonus auf Barriereschaden, erhöht den Schaden gegen Gegner, die durch eine Barriere geschützt sind. Haben wir momentan 0. Bonus auf kritischen Schaden, erhöht den zusätzlichen Schaden, der durch einen kritischen Treffer verursacht wird. Natürlich, die kritische Trefferchance ist natürlich klar, ziemlich selbsterklärend schon. Schaden, Haupthand. Die Höhe des Schadens, den die Waffe in der Haupthand des Charakters bei jedem Treffer verursacht. Und die Nebenhand wäre dann in dem Fall eigentlich nur beim Schurken wichtig. Blutentreffer, also hier haben wir noch so einige Sachen, die uns weiterhelfen. Verteidigung gegen Magie und. Mal sehen, was wir da noch alles so am Ende haben werden. Aber wichtig war jetzt erstmal, die Attribute zu überblicken, damit man weiß, was von Nutzen ist für welchen Charakter. So, jetzt gucken wir mal, dass wir zu diesem Posten mal hinkommen. Wir haben mal wieder eine Hütte mitten im Wald. Da vorne sind Gegner. Die versuche ich jetzt mal nach Möglichkeit zu umgehen. Ja, die bekämpfen sich erstmal gegenseitig. Es sind Magier und Templer, die gegeneinander kämpfen. Und ich wollte jetzt in diese Richtung hier. Die können sich erstmal bekämpfen. Lasst mich in Ruhe. Ich will gerade nicht mitmischen. Ich will nur zum Lager. Was haben wir denn da? Ist das schon das Ziel hier? Nee. Hätte mich auch gewundert. Dann gehen wir mal hier runter. Komm, ich bin nicht im Kampf. Kann es wieder normal gehen. So, da haben wir den Widder platt gemacht. Und da können wir doch mal direkt Widderleder und Widderfleisch mitnehmen. Sehr von Vorteil. Was ist denn das? Hier oben sehe ich irgendein Zeichen. Ich komme gerade nicht hoch. Jetzt bin ich gerade neugierig, was das da oben ist. Komm mal, komm. Ja, blöder. So, wir sind jetzt beim Brückenkopf. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Was ist denn das? Wer hat hier draußen einen Schädel aufgestellt? Und zu welchem Zweck? Ja, das will ich herausfinden gerade. Unverantwortliche Verwendung von Magie. Die Magier hier sind kaum mehr als Tiere. Okay, das klingt interessant. Hier können wir was plündern. Nun, nehmen schon. Ein bisschen Gold. Da haben wir noch was zum Plündern. Jetzt aufzuspringen. Was ist das? Ein bisschen Sand und eine Gliederkette des Ranges. Okay. Bin ja mal gespannt. Gut, hier gibt es sonst nichts. Hier oben liegt ein Toter oder eine Tote. Aber erstmal will ich gucken, was das hier ist. Das sieht sehr interessant aus. Bestimmte Objekte in der Ferne. Derartige Magie ist mir vollkommen fremd. Diese makaberen Artefakte bestehen aus einem Schädel, der auf einem Stab angebracht wurde. Sie bewirken, dass magische Scherben in der Umgebung aufleuchten, wenn der Benutzer durch die Augen des Schädels sieht. Natürlich. Es musste ja ein Schädel sein, der irgendwelchen gruseligen Scheiß aufleuchten lässt. Ich frage mich, was das bringt im Endeffekt. Aber okay, wir suchen mal nach weiteren Splittern. 4 Stück müssen wir entdecken. Da ist noch einer. Haben wir schon mal 2 gefunden. Ein schönes Suchspiel. Ja gut. Ist jetzt vielleicht nicht gerade so spannend, aber man kann hiermit wunderbar die Landschaft mal sehen, wie schön die gestaltet wurde. Hier oben scheint der letzte zu sein. Zack. So, 4 von 4 Scherben entdeckt. Die nehmen wir da raus. Von 4 Scherben entdeckt. Keine Ahnung, kapiere ich jetzt gerade nicht, weil die Quest nicht weitergegangen ist, aber naja, ist ja jetzt auch egal. So, und hier sind wir bei Kalens Brückenkopf und jetzt muss ich gerade mal gucken, hier Questkarte. Hier haben wir auch noch ein Riss im Nichts und direkt dagegenüber ist dann das Lager. Ja, gehen wir doch erstmal hier durch.
Wir können hier unten rein. Ich glaube, dass... Oder? Können wir hier nicht rein? Ne, hier können wir nicht rein. Ich dachte, das wäre hier. Kümmern wir uns erstmal um den Riss. Aua. Den Nichts hier, der hier mit mir jagen. Oh, das sind so viele. Ich guck jetzt mal gerade. Huiuiui. Zack. Ah, der Schaden passt jetzt gerade mal richtig gut hier. Und damit machen wir den Riss mal kaputt. Das kann ich gerade nicht machen. Das würde uns um Gegner kümmern. Zack, der ist weg. Der nächste bitte. So, der ist ebenfalls weg und jetzt kümmern wir uns um den Riss. Haben wir nicht gerade Zeit zu. Zack, und wieder. Jetzt sind wir so gut vom Ziel. Und das war's dann. Auch dieser Riss wäre damit zerstört. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier, hätten wir eine Quest. Aber ich möchte ganz ehrlich erst einmal zum Lager. Um dort meine Sachen wie Heiltränke neu aufzufüllen. Mensch, wo ist denn das? Luthias See haben wir jetzt entdeckt. So, hier müsste jetzt das Lager sein. Direkt da vorne. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen Eisen. Lassen wir gerade mal da. Lager aufschlagen. Eine neue Trophäe bekommen. Macht plus 1. Ja, sehr schön. Hier können wir rasten. Aber erstmal habt ihr gute was zu erzählen. Nichts zu berichten. Alles klar, hat sich die Sache erledigt. Was haben wir hier? Requirungen inspizieren. Ja, dafür brauchen wir noch einiges. Kristallsegen. Ja, bringt gerade nicht so viel. Hier können wir Tränke ausrüsten. Gut, die sind wieder voll. Der hat einen Lyrium-Trank und Varric ist eigentlich relativ wurscht gerade. Was haben wir hier? Ein Embryum. Oder was war das? Was war das? Ja, Embryum. Hier können wir kurz rasten. Erholen uns. So, und jetzt kann man hier noch was anderes machen. Ja, das war das mit den Tränken. Gut, das wäre erledigt. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Was wir denn als nächstes machen? Wir haben hier oben noch so einen Splitterkopf. Dann haben wir hier noch eine weitere Quest. Was ist das hier? Scherben in den Hinterlanden. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe verstanden. Gehen wir doch mal zu diesen Scherben. Nee, andere Richtung. Hier könnten wir die Gruppe neu formen. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Geh weg. Jetzt weiß ich, was das für Quests waren, die wir da hatten. Also wir müssen die Scherben erst aufdecken und dann müssen wir die einsammeln. In den jeweiligen Gebieten, so wie es scheint. Da scheinen Gegner zu sein. Ich gehe mal hier außen rum. Ich muss ja nicht jedes auseinanderkloppen. Und da wir jetzt bei Kellens Brückenkopf... Oh, komm. Jetzt werden wir angegriffen, jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Was jetzt nicht? Dieser Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Ich frage mich, welche Träume sich wohl darin finden lassen. Das können wir plündern. Eine Bogensehne. Da werden wir auch angegriffen. Zack. Und einmal zack. Und damit bist du nur noch ein bisschen Überbleibsel. So, und hier sollte jetzt irgendwo dieser Splitter sein. Erstmal nehmen wir das noch mit. Noch eine Elfenwurzel.
So, hier sollte dieser Splitter sein. Da vorne, so sehen die aus. Scherbe einsammeln. Sehr schön, haben wir eine Scherbe von 22 gefunden. Des Schädels gefunden. Hervorragend und nicht im geringsten beunruhigend. Ach, Warwick. Du hast doch schon so viel erlebt. Und dann haben wir hier eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir natürlich auch für uns ein. Erstmal die Elfenwurzel. Heieiei. Beanspruchen. Zack. Zweite Strophe. Ach du meine Güte. Also es ist auf jeden Fall... Es geht hier um eine Saga. Wenn alles zusammen ist, vielleicht... Wenn wir alles gefunden haben hier... Vielleicht gibt es dann was als Belohnung, wo ich das nicht unbedingt alles vorsingen muss. Das wäre vielleicht besser. Meine Güte, was hier alles gibt. So, und da wir jetzt bei diesem Turm sind, jetzt kann ich das irgendwann zu Ende führen. Irgendwo sollten sich ja hier die Abtrünnigen verstecken oder auf jeden Fall soll irgendwas in einem Tunnel sein. Es ist nur die Frage, wo genau... Er schickt uns hier entlang. Ne, hier ist eine Sackgasse. Da drin ist irgendwas. Kommt man da durch? Irgendwas ist da drin, ne? Aber wie kommen wir da rein? Noch mal kurz hier gucken, ob es hier kann man, indem man hier hochhüpft, kommen wir da weiter. Ah, das sieht gut aus. Ja, komm, noch mal springen. Ah, sehr schön. Das ist natürlich sehr genial. Also, das muss ich schon sagen. So, da vorne haben wir eine Truhe, die wir plündern können. Was? Ein Flechttrebenvitar. Was ist denn das? Das will ich jetzt erstmal wissen. Worunter steht denn das? Emrium, Spindelkraut, Elfenwurzel, ne. Geschichte, Magie. Vitar. Okay, das hat was mit Magie zu tun. Schauen wir mal, was wir damit anfangen. Ja, haben wir hier noch was? Nee. Aber da scheint einer irgendwann mal unter diesen Bruchstücken begraben worden zu sein. Natürlich auch nicht gerade der schönste Tod. Gehen wir erstmal hier weiter. So, und dann gehen wir nochmal auf die Questkarte. Ah, okay, das sind diese Kreuze, das sind die Sehenswürdigkeiten. Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich das. Gut, hätte man das geklärt, aber jetzt bei diesem Turm sollte es ja noch irgendwo einen Eingang geben. Autsch, das hat wehgetan. War doch ein bisschen tief der Fall. Ich gehe da mal eben hier runter. Hier vorne. Oh, gibt's was zum Plündern. Hätten wir ja fast verpasst. Lauter Vitarzeug, lauter Magiezeug. Tja, ist jetzt die Frage, wie kommt man da hin, diese Nebenquest da zu machen? Ja, hier können wir jetzt etliche Wurzeln und was weiß ich nicht alles einsammeln. Das lasse ich jetzt gerade mal links liegen. Hier sind wir jetzt bei der Wegkreuzung schon wieder. Sind wir schon wieder ganz woanders. Hm. Vielleicht, wenn wir hier hochgehen wieder. Vielleicht kommen wir dann zu etwas. Gehen wir hier mal hoch. Hm. Ein bisschen Embryum, dann hauen wir damit.
Dann gehen wir mal hier entlang, da kommen wir wieder ein bisschen näher. Aber jetzt sind wir wirklich einmal rumgelaufen und haben kein Ziel gefunden. Nee, das war jetzt nicht so hilfreich, leider nicht. Bringt's was, wenn wir hier drüber springen? Scheinbar auch nicht. Sehr eigenartig. Also ich weiß jetzt leider, aber es ist schon wieder am... Schickt mich schon wieder in die Ecke hier. Wieso schickt er mich denn schon wieder in die Ecke? Hab ich da irgendwas vergessen? Hab ich einen Eingang übersehen oder... Ach komm schon. Ich gehe nochmal hier runter. Okay, das muss man also auch machen. Da. Rezeptur Steinrüstung. Ja, das ist ja schön. Haben wir was gefunden. Das haben wir gerade übersehen. Damit wäre die Quest auch abgeschlossen. Und nun gehen wir aber mal zu einer Quest, die ein bisschen mehr bietet, würde ich sagen. Als nur Sucherei. Was haben wir denn hier? Da haben wir nagender Hunger. Das ist das Widderfleisch. Ja, wie kommen wir denn hier oben hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Okay, gehen wir jetzt einfach mal den Weg da oben nochmal hin. Vielleicht müssen wir da geradeaus. Ja, gibt wirklich einiges zu entdecken in diesem Spiel, das muss man sagen. Sehr, sehr stark. Sehr schöne Gebiete hier, die man bereisen kann. Wo geht's denn hier hin? Hier sind wir auf jeden Fall wieder in den Randgebieten, sind weg von diesem Turm. Oder beziehungsweise von der Brücke. Gucken wir mal, ob wir den Widder da kriegen. Ja, daneben. Hier höre ich wieder Kämpfe auf der einen Seite. Was ist das hier? Einfach nur ein... Ja, dich will ich nicht angreifen. Dich brauche ich momentan nicht. Uah, hier geht's abwärts. Aua, das hat äußerst weh getan. So, wenn wir jetzt hier gerade ausgehen, dann müssten wir doch zu den ganzen Quest-Teilen. Was war das? Ach, ein Widder. Also die Widder zu erwischen ist echt schwierig, muss ich schon sagen. Rennen grundsätzlich weg, aber zwischendurch können wir bestimmt nochmal einen erledigen. Ja, ich nehme jetzt gerade mal einen Heiltrank hier. Zack, bevor wir hier eine Falle laufen oder ähnliches. So, nochmal ganz kurz auf die Karte gucken, damit wir uns auch ja nicht verlaufen. Ja, das war das mit dem Hunger. Also nicht wundern, wenn ich jetzt da dann dran vorbeilaufe. Aber ich laufe mal weiter geradeaus, denn da soll ein Bauer und Abtrünniger sein. Die Quest zumindest. Was war das? Eisen. Nehmen wir mit. Hier oben wird wieder fleißig hin und her geschossen. Da mischen wir uns da mal ein. Autsch. Oh, weg da. Verdammt. Das hat leider zu lange gedauert. Ich ziehe mich zurück. Die Kämpfe zwischen den Magiern und Templern haben schon zu viele Unschuldige das Leben gekostet. Ein verstärkter Schild. Sonst gibt es hier nichts zu holen. Hier ging es in eine Höhle. Ei, Dragostein, das brauchen wir doch. Sehr schön. Meine Neugierde entdeckt. Oh, da war düster hier. Kann man irgendwie Licht machen in der Bude?
Da haben wir noch was von diesem Stein. Nehmen wir doch sofort mit. Und hier was zu lesen. Brief gefunden. Bei einem toten Zwerg. Ihr müsst eine Höhle oben in den Hügeln am Weg zwischen Redcliffe und Haven besuchen. Falls ihr an den Magiern und Templern vorbeikommt, es lohnt sich. Die purste Ader, die ich je so weit an der Oberfläche gesehen habe. Also, eine Lyrium-Ader, um die geht es hier. Die wir da entdecken können. Was ist das denn da? Nacktes... Eieiei, Templar-Großschwert. Ja, oh, hier haben wir jetzt einige Sachen entdeckt. Sehr schön. Die wir zusammenschustern können dann. Gut, das ist also die Schmugglerhöhle. Sehr schön. Es lohnt sich auch mal abseits des Weges zu schauen. Wie man sieht, man kann immer wieder was entdecken. Finde ich richtig schön in diesem neuen Dragon Age. Es sind nicht nur Storygebiete, wo man wirklich nur die Story abklappert, sondern man findet immer wieder schöne Sachen an der Seite. Für mich als jemand, der gerne mal auf Entdeckungsreise geht in solchen Spielen, natürlich ein Eldorado. Meine Güte, wie geht's denn vor diesem Stein hier? So, da kommt uns wieder was entgegen. Den greifen wir direkt an. Der ist jetzt schon fast tot. Zack. Ja, hat da richtig was auf den Möppel bekommen. Und wieder ein Schlag. Ja, können wir den schon mal plündern. Unsere anderen drei werden den Rest erledigen. Und wir haben einen Brief. Brief gefunden bei einer Adligen. Schon wieder eine Quest. Ist ja unglaublich. Werte Lady Veljena, mir ist bewusst, dass ihr Angst habt, aber das Licht am Himmel sollte euch nicht schrecken. Es ist das Auge des Erbauers, der endlich zurückkehrt, um die Gläubigen zur goldenen Stadt zu führen. Verlasst die Diener eures Vaters und kommt herauf in die Hügel. Weg von dem sinnlosen Kampf zwischen Templern und Magiern. Dann stelle ich euch Verkünderin Anais vor. Sie wird alles erklären und wir können gemeinsam glücklich werden, während wir darauf warten, dass alles auf der Welt wieder in Ordnung kommt. In liebender Erwartung, Lord Berrand. Na, das ist doch mal eine billige Anmache. Lieber Lord. Ja, und auch wie die Leichen verschwinden, finde ich sehr gelungen. Man sieht, wie sie ins Nichts übergehen. Sehr stark gemacht. So, wie weit sind wir denn noch weg? Questkarte. Also wir stehen jetzt kurz vor der nächsten Quest hier. Was ist denn das für eine Quest? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es in der nächsten Folge auf alle Fälle erfahren. Und damit sage ich da mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge von Dragon Age Inquisition.